Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer Let's Play-Reihe mit unserem Demon Hunter als Tank natürlich. Und ja, wir sind zu Ebenhorn gelaufen. Wir haben nämlich eine Quest von ihm noch bekommen und Myla muss halt ein Ritual durchführen, damit sie halt zum Master Chief aufsteigt. Und ja, wir folgen ihr mal. Ihm natürlich. Ich hoffe, die Musik passt jetzt alles, dass das nicht zu laut ist. Ja, von meiner Stimme her und vom Sound her, mal gucken, ich sehe mir das dann später an, das können wir jetzt, kann ich jetzt nicht, natürlich jetzt nicht sofort nachgucken, aber gut. Was haben wir hier? Armeen sind für erfolgreiche Schlachten und unerlässlich, Symbole jedoch ebenfalls. Für unser Volk gibt es nur wenige Symbole, die mehr Wert für uns besitzen als der Segen unserer ältesten Vorfahren. Myla muss auf den Pfad des Hullen wandern. Der Pfad ist gefährlich und sie darf nur zwei Begleiter mit sich nehmen. Einen Geistwandler, der ihr den Weg weist, und einen Champion, der sie beschützt. Werdet ihr als Champion teilnehmen? Natürlich. Wir unterstützen natürlich unsere Gefährten bzw. unsere Verbündeten, die uns gegen die Legion helfen sollen. Oh, wir müssen folgen, natürlich. Oh, Myla darf nicht reiten. Oh. Gut. Klatschen wir den jetzt hier, Leute? Oder laufen wir einfach dran wir vorbei? Wirklich weiter. Na, wir klatschen den. Sehr gut. Er läuft weiter, Digga. Was ist denn mit dir nicht richtig? Digga, was ist los, Mann? Sind die 110 eigentlich? Ich weiß es nicht. Ne, 100 plus. Das sollten wir doch hinkriegen. Oh, da gehen wir mal raus. Digga, Alter. Oh, ausweichen. Ja, Digga, wir gehen auch gleich weiter, aber wir klatschen den jetzt hier. Ganz einfach. Den anderen können wir ja ausweichen, das weiß ich auch. Ich habe nur keinen Bock, dass der mich vom Pferd holt, bla bla bla. Und wir kriegen hier richtig schön dick aufs Maul. Oh, wisst ihr, was geil ist? Ich hatte gestern Geburtstag. Nice, Mann. Aber wie gesagt, ich nehme das ja für die Zukunft auf. Das heißt, eigentlich habe ich ja noch gar nicht Geburtstag. Aber ich freue mich schon richtig drauf. Und ich hoffe, der Geburtstag war richtig geil. Nur als Info, wir fahren nach Dänemark. Ey, mit 8 Leuten, 8 Kumpels von mir. Und rocken da richtig das Haus. Und ja, ich hoffe, dass es so geil geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Boah, 5000 Erfahrungspunkte. Hat sich gelohnt, Leute. Hat sich gelohnt. Und ja, ja, ich werde 30. Also wird das ein harter Geburtstag, ein harter Geburtstagstag für mich. Und ja, ich bin gespannt, wie es geworden ist. Aber ihr seht es natürlich erst. Und unser Land zurückerobern. Ja, meine Beste. Ihr seht es natürlich dann schon, wenn ich Geburtstag hatte. Von daher dachte ich mal, spreche ich es mal an. Richtig geil, Mann. Ey, ich freue mich so richtig. Oh ja, schön. Whirlpool, Sauna haben wir, alles vorhanden. Mal sehen, wie es wird. Von. Nein. Nein, 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 nein. Oh, du fightest wieder, ne? Aber das ist diesmal kein. Endete der Krieg der Ahnen nicht am Brunnen der Ewigkeit. Nach dem Sieg über die Legion machte er Jagd auf die Ungeheuer, die entkommen waren. Lauf doch nicht weg, Digga. Wir fighten hier. Und er lässt Myla da alleine. Willkommen im Hort von Neltharion, den die Welt unter einem anderen Namen kennt. Todesschwinge. Haltet Stand, Kriegerhelden. Oh, die Geschichte, yo. So. Krass. Sollen wir hier runter? Ja, der schwebt natürlich. Das können wir aber auch. Hab ich jetzt schon beinahe vergessen. Ich glaube, das sollte passen, oder? Ah, ich weiß nicht. Wer pullt denn da schon wieder? Myla? Pullst du die ganze Zeit? Oh, ich pulle. Yay. Ah, noch was Neues. Wir haben, ich habe Berufe geholt. Ja, Bergbau und Kräuterkunde. Dann, damit wir hier ein bisschen auch
ja, schneller leveln, sage ich jetzt mal nicht, aber wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte nebenbei und meine Mains bekommen noch mal ein paar, ja, Ressourcen, damit es da auch vorangeht. Von daher schnappen wir uns das und ich glaube, man kriegt sogar 1000 Erfahrungspunkte beim ersten Mal. Nee, 3000. Wow. Heavy, Mann. Heavy. Solltet ihr definitiv mitnehmen. So, was haben wir denn hier? An diesem Ort hat Hullenhochberg vor vielen, vielen Jahren den großen Todesschwinge herausgefordert. Und heute werden wir die großen Momente dieses Tages durch die Augen unserer Vorfahren erneut miterleben dürfen. Für den nächsten Teil unserer Geistreise müssen wir die drei Kohlebecken aufsuchen, die vor langer Zeit aufgestellt wurden, damit alle, die Hullen nacheifern wollen, seine großen Taten nacherleben können. Dieser Krieg wird von alles klar. Und wir haben Bonusmissionen hier. Machen wir einfach mal nebenbei mit, weil darum. Ne, wir sind fast 101 erst. Ja, da kann man natürlich ein bisschen ein paar Erfahrungspunkte noch nachholen. Mir geht das halt nur auf den Sack, wenn man die richtige Quest schon fertig hat und man muss dann hier noch rumhantieren, um die Bonusmission hier fertig zu kriegen. Das ist das. Oh, wir können die ja auch hacken. Hack, hack. Yeah, nichts. So, Kohlebecken, Attacke. Mein Volk hat diesen Goblin-Schrott nicht hergestellt. Wir haben ihn nur am Körper des Wurms befestigt. Keine Waffe von sterblicher Hand durchdringt diese Platten. Dann müssen wir Waffen finden, die nicht von sterblicher Hand sind. Igol. Gibt es etwas, das Todesschwinge sorgsam behütete? Etwas, das er euch nicht anvertrauen würde? Ich wüsste da vielleicht etwas. Oh yeah. Ich glaube, ich greife mal ein bisschen vor, dass sie jetzt auf den Hammer zu sprechen kommen. Definitiv. Weil ist ja auch eine epische, legendäre Waffe. Und ich glaube, sogar hergestellt von Todesschwinge selber, oder? Ah, da kenne ich mich nicht zu gut mit aus. Aber deswegen machen wir das ja auch das Ganze hier, dass ich und ihr mal ein bisschen Geschichte hier reinkriegt, damit ich überhaupt weiß, was man hier eigentlich macht. Draufhauen kann ja jeder. So, da haben wir's. Und Kohlebecken Nummer 2. Das ist ein Tor der Titanen. Wo es wohl hinführen mag. Ein Hammer. Todesschwinge verschlingt jeden, der ihm zu nahe kommt. Tor der Titanen, okay. Also doch nicht von Todesschwinge selber, sondern von den Titanen wahrscheinlich gebaut. Yeah! Was geht, Alter? Will ich haben. Also eigentlich würde ich ja gerne der kleine Wurm hier unten mit dem Hammer rumlaufen, Alter, und alles kaputt bashen, Mann. Bam, Alter. Da ist es! Da ist es! Level up! Yeah! Nice, Mann! Es geht voran, Alter! Nice! Ja, merkst schon, ich bin schon voll aufgeregt. Heute ist ja Freitag. Morgen fahren wir los. An sich, ne? Ich kann euch das mal zeigen, damit ihr das auch mal mitkriegt. Hier morgen am 15. Da geht's los, Alter. Und ja, geil, Mann. Ich freue mich schon richtig. So, da ist Kohlebecken Nummer 3, das holen wir uns. Na, Krabsy, Krabsy, Krabs. Komm mal mit. Hier kommt ja was Schönes in your face. Oh, easy, ne? Schön zu spielen mit dem Tank. Ehrlich, gefällt mir richtig gut. Genug Zeit verschwendet. Wir müssen die Bestie töten und mein Volk befreien. Der Hammer und Todesschwinge waren beide Werkzeuge der Titanen. Ich kann ihn nicht töten, doch womöglich verbannen. Yeah. Wir hauen ihn weg, Alter. Gefreut, Champion. Und so kam Hullenhochberg zu diesem Berg, befreite die von Todesschwinge versklavten Drogbar und nahm den Hammer von Kaskaroth in seinen Besitz. Genau, das haben wir gerade gesehen. So, was haben wir jetzt noch? Die Geschichte von Hullen endete nicht damit, dass er den Hammer von Kaskaroth in seinen Besitz brachte. Nein, für diesen Teil müssen wir tiefer in die Höhle eindringen. Dort wartet ein letztes Kohlebecken auf uns. Kommt und lasst sehen,
uns sehen, was als nächstes geschehen ist. Ja, machen wir. Geht's lang? Da? Wir können bestimmt auch reiten, ne? Genau, da war doch was. Njong. Oh, Myla hat jetzt auch ein Tierchen zum Reiten. Das ist doch was. So. Was haben wir hier? Zeig mal her. Oh, wir müssen, glaube ich, hier mitkämpfen, ne? Sagt er irgendwas? Sterbliche Abschaum. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ich bin der Erdwächter. Okay, wir müssen hier mit fighten, obwohl er hier gar nichts gesagt hat. Der gute Mann. Frech, frech, frech. Dienen wir gleich mal als Tank hier. Oder fungieren wir hier gleich als Tank? Was? Was? Wieso? Seit wann haut der denn seitlich? Ist das immer so gewesen? Kriegen wir überhaupt Schaden hierbei? Das wundert mich gerade, dass ich hier überhaupt Schaden kriege. Ja, doch ein bisschen. Okay. Jetzt, ja, er macht das ordentlich schön an die Seite reingebasht, ey. Oh, habt ihr das gehört? Das war Hullen, Alter. Hat ihn verbannt, Mann. Was hat er denn gesagt? Bei der Macht der Titanen. Ich verbanne euch von diesem Land, Erdwächter. Da sitzt er. Oder hockt er. Ich wusste, ihr würdet kommen. Und damit verbannte Hullen Todesschwinge nach Tiefenheim und beanspruchte den Hammer von Kaskoroth als seinen Preis. Doch um eine letzte Angelegenheit musste er sich noch kümmern. Okay, gucken wir gleich nach. Wir haben hier 703er Sachen. Ja, tauschen wir mal unsere Hände aus. So, dahin und Erz. Das sortieren wir gleich mal ein bisschen, damit wir hier auch mal ein bisschen noch den Überblick behalten können. So, was haben wir? Bevor Myla zum Oberhäuptling erklärt werden kann, muss sie noch eine weitere Vision erhalten. Ich möchte sie auch euch zeigen. Es handelt sich um ein uraltes Geheimnis, das nur innerhalb der Blutlinie von Hochberg weitergegeben wurde. Ich bitte euch, dass ihr es ebenfalls wahrt. Okay. Dieser Krieg wird von Champions entschieden. Hullen fürchtete also selbst den mächtigsten Gegner nicht? Die Taten von Helden prägen die Geschichte, mein Kind. Das ist es, was euer Vater euch zeigen wollte. Unser Volk braucht einen Anführer wie Hullen. Einen Krieger, dessen Stärke und Mut jedes Hindernis überwinden. Ihr besitzt diese Eigenschaften. Es bleibt eine letzte Vision, die ihr sehen müsst. Ein Geheimnis, das seit Hullens Sieg über Todesschwinge von Oberhäuptling zu Oberhäuptling weitergegeben wird. Was kann das bloß sein? So, da ist die Kohlebeckenpfanne. Diese Eier sind verderbt. Wir sollten sie auf der Stelle zerstören. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Verderbnis zu entfernen. Die Wächter, sie erwachen. Oh, müssen wir mit fighten. Steigen wir doch gleich mit ein. Bashen die mal weg hier. Oh, wir hauen aber echt gut rein, ey. Nice, gefällt mir. Da müsste gleich der nächste kommen, ne? Jawohl. So, komm her, mein Messer. So, die Wächter der Eier. Hauen wir mal schnell weg, ey. Nicht schlecht. So. Fertig. Ah, ne. Da ist noch einer. So, komm her, mein Hübscher. Komm. Demon Hunter Plays, Alter. Richtig geil, Mann. Macht echt Spaß. Ich bin echt gespannt auf die erste Instanz, wo wir drin sind. Und wie wir uns da geben. Was für Schellen kriegen wir werden und sowas. Seht, ein Welpling hat überlebt. So winzig, mit kleinen schwarzen Hörnern. Oh, wie süß. Ich nenne euch Ebenhorn. Das ist er. Da ist er. Und durch die Güte Hullens gewann seine Familie ihren ältesten Verbündeten, mich. Was? Wie? Die ganze Zeit über? Jetzt spricht er nicht mehr.
Myla, ich bin noch der gleiche Geistwandler, den ihr euer Leben lang kanntet. Seid vorsichtig, was auch passieren mag. Ich diene den Oberhäuptling und daher ist mir die folgende Handlung eine große Ehre, Myla Hauchberg. Hiermit erkläre ich euch zum Oberhäuptling. Möge eure Herrschaft lang und weise sein. Nice, Mann. Heftig. Ist das jetzt ein Nachkömmling von Todesschwinge? Ist das so? Oder ist das einfach ein anderer Drache? Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich wirklich viel zu wenig mit aus. Boah, was wir hier für Quests kriegen, Alter. Nice, Mann. Da kann ich leider nicht in die Geschichte mit einsteigen. Von der Drachengeschichte her, was auch von der Farbe her, welcher Drache das ist, sieht eigentlich eher aus, als ob es ein roter Drache ist, ne? So, was haben wir denn hier? An jedem Tag befreite der Hammer mich von der Verderbnis des schwarzen Drachenschwarms. Doch, das ist ein schwarzer Drache. Aus Dankbarkeit diene ich der Familie Hochberg, seit Hulen mich aus diesem Loch befreite. Es war mir eine Ehre und brachte mir Freude zu erleben, wie all seine Nachfahren den Titel des Oberhäuptlings erhielten. Okay. Es wird etwas dauern, bis Myla das verarbeitet hat. Wir aber sollten jetzt nach Donnertoten zurückkehren. Gleich südlich von hier gibt es einen Tunnel, der uns durch die alte Sklavenenklave der Drogbar bis zu einer Lichtung dahinter führen wird. Wir unterhalten dort eine kleine Himmelshornwachtposten, um sicherzustellen, dass niemand das Gewölbe ohne unser Wissen betritt oder verlässt. Es sollte ihnen möglich sein, uns zurückzufliegen. Nice. Oh, wir kriegen wieder Relikte. Ich würde sagen, wir laufen da mal hin. Und dann war es das auch eigentlich schon heute wieder mit der Folge. Haben wir ein bisschen kleine Geschichte gekriegt von damals, wie Hulen dann, oder wie Todesschwinge. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ihr wisst das. Das ist echt schlimm, ne? Wartet mal. Tiefenheim, ne? Richtig? Tiefenheim? Ja, habe ich ja nie gequestet. Nach Tiefenheim verbannt wurde. Und dass wir einen schwarzen Drachen als Verbündeten haben. Richtig nice. Außer wenn ihr es besser wisst, dann müsst ihr mir das mal unter das Video schreiben, wenn es doch kein schwarzer Drache ist. Er wurde ja nur von der Verderbnis des, jetzt komme ich nicht drauf, von Todesschwinge befreit, dass er nicht diese psychischen Krankheit, die die Titanen den Erdwächter gegeben haben, wurde er ja verschont, ja. So, jetzt gucken wir schnell mal. Erhöht eure Parierchance. Nice. Erhöht den verursachten Schaden. Als Tank würde ich das eher nehmen. Nehmen wir auch. Oder? Haben wir davon noch gar nichts? Wartet mal. Der Hochberg, die haben wir noch gar nicht. Ja, nehmen die auf jeden Fall. Nun, da wir wieder vereint sind. Nice. Oh, auch noch aufgewertet, Alter. Richtig geil. Unsere Stämme stehen vereint. So, wir bleiben jetzt erstmal hier, wir fliegen nirgendwo hin. Wir nehmen auch keine weitere Quest an und gehen nicht über los. Von daher sollte das erstmal soweit passen. Wir nehmen jetzt einfach nur noch den Flugpunkt an, dann müssen wir das nächste Mal nicht machen. So, haha, nice. Gut, Leute, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute wieder. Und dann sehen wir uns, ja, vielleicht in der nächsten Woche. Ich weiß es nicht, wie lange der Urlaub, wie gut ich ihn überstanden habe, ja. Und ja, von daher bin ich mal gespannt, wie das dann darauf die Woche aussehen wird. Also, macht es gut. Bis bald.